Ich möchte heute ein pädagogisches Konzept der 70er Jahre aufgreifen, wo nämlich ein ungeschriebenes Gesetz bestand, dass jeden Scheiß, den man macht, eine wichtige Moral haben muss. Also möchte ich Ihnen deswegen ausnahmsweise mal eine Aufgabe bieten, die tatsächlich aus dem Leben gegriffen ist, also die tatsächlich stimmt. Wenn Sie sich umhören, werden Sie bei allen Leuten, die Einführung des Euro miterlebt haben, feststellen, dass die meinen, dass die Preise sich verdoppelt hätten seit Einführung des Euro. Das heißt, wenn früher eine Jacke 100 D-Mark gekostet hat, kostet eine vergleichbare Jacke heute 100 Euro. Dann Euro in etwa 2 D-Mark wäre, hieße das, dass sich tatsächlich die Preise in 10 Jahren verdoppelt hätten. Und das ist unser Ansatz, mit dem wir die Aufgabe beginnen möchten. Ich sage jetzt also, Inflation hatten wir schon bei der letzten Aufgabe, wird durch exponentielles Wachstum beschrieben. Das heißt, der Preis, wir nennen die Preisfunktion P von T, wäre exponentielles Wachstum, hätte also die Form A mal E hoch K mal T. Ich gehe jetzt einfachheitshalber von einem Produkt aus, das früher 1 Euro gekostet hätte, also ca. 2 D-Mark. Wir haben das jetzt lang genug gemacht. Sie wissen vielleicht, der Anfangsbestand ist immer A. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und sagen, mein P von 0 ist 1 Euro, rechne aus und komme irgendwann mal auf die Gleichung A gleich 1. Ich rechne das jetzt nicht mehr im Detail vor, sondern ich schreibe es einfach rein. Also mein A ist mein Anfangswert beim exponentiellen Wachstum, nur beim exponentiellen Wachstum, und der ist 1. Was mir jetzt noch fehlt, ist das K. Dafür mache ich folgende Überlegung. Ich gehe davon aus, also wenn sich, sagen wir mal, in circa 10 Jahren die Preise verdoppelt hätten, würde das bedeuten, zum Zeitpunkt 10 Jahre würde der neue Preis für dieses 1-Euro-Produkt in etwa 2 Euro betragen, weil die Preise haben sich ja verdoppelt. Also die 10 Jahre habe ich jetzt mal aus der Luft gegriffen. Und jetzt kann ich diese 2 Euro in die Funktionsgleichung einsetzen. Das heißt, ich sage, fürs P von T, meine Funktion, setze ich die 2 Euro ein, gleich 1 mal E hoch K mal T kenne ich ja, T sind 10 Jahre, und kann es wieder nach K auflösen. Das heißt, durch 1 brauche ich nicht teilen, das kann ich mir sparen. Also einmal kann ich mir wegdenken. Das E kriege ich weg, indem ich logarithmiere. Habe also hier stehen, ln2 gleich k mal 10. Und wenn ich durch 10 teile, ln2 geteilt durch 10, kriege ich ungefähr raus k 0,0693. Das heißt, meine Preisfunktion, also die Funktionsgleichung, wäre A ist 1 mal E hoch K ist 0,0693 mal T. Das ist meine Funktionsgleichung. Das heißt, mit dieser Gleichung werden alle Preise oder wird die Preisentwicklung der letzten 10 Jahre beschrieben. Also das ist die Funktionsgleichung. Nun kommen wir zur Differentialgleichung. Sie wissen vielleicht noch, jedes exponentielle Wachstum hat die Form, hat die Differentialgleichung f' gleich k mal f.
In diesem Fall sehr einfach. Die Funktion f heißt ja bei uns p. Also habe ich p und p'. Und k habe ich ja vorher schon ausgerechnet. Ist 0,0693. 0,0693. Das war's. Das ist die Differentialgleichung. Differentialgleichung. Schön. Ich hätte also damit die Aufgabe A erledigt. Jetzt kann man zur Teilaufgabe B kommen. Und zwar ist die Frage, wie hoch wäre die tatsächliche Inflation? Inflation bedeutet also für mich, ich muss schauen, ein Produkt, das 1 Euro kostet, wie viel kostet das in einem Jahr? Ich muss also für die B nichts anderes machen, als P von 1 zu berechnen, also den Preis nach einem Jahr. Warum? Weil ich weiß, der Preis am Anfang war ja genau 1 Euro. Wenn ich also weiß, was er nach einem Jahr kostet, was er nach einem Jahr wert ist, habe ich schon die Inflation. Das heißt, ich nehme meine Funktionsgleichung und setze hier 1 ein. Habe also 1 mal e hoch 0,0693 mal 1. Tippe das in den Taschenrechner ein und krieg raus. Tja. E hoch 0,0693 in etwa 1,071. Man könnte jetzt entweder sehen oder falls man nicht sieht, macht man es mit dem Dreisatz. Ich mache es mal mit dem Dreisatz. 1 Euro war also demnach früher 100%. Und jetzt möchte ich wissen, was sind 1,071 Euro? X Prozent. Ich löse den Dreisatz mit Multiplikation über Kreuz aus. Das heißt, ich rechne 1 mal x gleich 1,071 mal 100. Und wenn Sie das zusammenrechnen, kommen Sie auf x gleich 107,1%. Das heißt, wenn ich ursprünglich natürlich 100% hatte, habe ich jetzt 107,1%. Das heißt, ich habe eine Zunahme und damit eine Inflation von 7,1%. Das wäre also wesentlich höher als die Inflation, die von offizieller Seite aus angegeben wird. Tja, was bedeutet das tatsächlich? Es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich so viele Leute in der Bevölkerung irren. Es ist also davon auszugehen, dass es vielleicht tatsächlich nicht so falsch ist, die 7,1% Inflation, die wir haben. Allerdings, man sollte das mit Vorsicht genießen. Wie gesagt, es könnte schon sein, dass es ein psychologisches Problem ist. Tja, was Sie daraus machen, bleibt Ihnen überlassen.